A Taste of Denver steht hier auf dem Werbeplakat von Metal Gear Rising Revengeance, Folge 16. Und das hat Raiden inzwischen auf jeden Fall abbekommen. Zumindest am Schwert klebt noch was. Ich habe euch ja versprochen, dass die Folge heavy wird. Die Folge wird heavy. Fritz ist komplett sprachlos deswegen. So, warte mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das so, also was du da meinst. Also was da, was soll denn da passieren? Ja, warte mal. Ich meine, wir haben jetzt schon ein Kind durchgeschnitten. Wie viel heavier soll es werden? Sind wir jetzt, machen wir jetzt Kaiserschnitt mit dem Schwert? Das wäre jetzt die einzige Steigerung, die mir einfallen würde. Ich hatte vorhin eigentlich vergessen, als es darum ging, dass Doktor sagt, dass Cyborgs ja auch gut in der Altenpflege eingesetzt werden können, einen miesen Witz zu machen, dass das ja geplantes Konzept war, halt den alten Solid Snake zu betüteln als Cyborg-Krankenpfleger. Guck mal. Ach, hier ist so ein anderer Hund. Ja. Aber der ist doof, hat Blade wohl schon gesagt. Weil der nicht reden kann. Ja, siehst du, jetzt ist Memory Zack. Overflow. Ist aber gemoonwalkt. Wahrscheinlich haben sie die Animation nicht für Treppen vorgesehen. Das hätte ich an dem Weakspot vorbeigeschnitten. Kann man das auch so servierfertig direkt Gästen anbieten. Kein Schaden! Also, Raiden hat im Spiel keinen physischen Schaden davon getragen. Ich habe einen Schaden. Das fand ich übrigens, weil du eben gerade nochmal auf dieses Gespräch mit dem Doktor zurückgekommen bist, das fand ich halt auch ganz schön makaber, dieses Ganze von wegen, ja, er hat jetzt einen besseren Körper und tralala und tralala, wo es um seine Zukunftsperspektiven geht. Ja, aber am Ende hat er halt eine Hälfte vom Körper ist halt. Das ist ja nur noch diese, der eine Arm und der Kopf und so ein Teil vom Torso, ne? Ja. Der Rest ist ja Roboter. Oh. Apropos ernsthaft. That's my boy. Isn't this all a bit much? Any decent lunatic would have quit after Mexico. Jetstream Sam. I heard you chopped the last reactor in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child soldier. Fighting for the children. Please. What do you really expect to accomplish here? Play Saiyan to a bunch of brains? And what? Earn a medal? Think about it, Jack. No matter how many Mexican kids we've got or Africans we bury, the first world looks away. No one gives a shit. Not the media. Not the politicians. Certainly not the average Joe. Too busy fretting for money, or sex, religion, fame. Was ist jetzt zu langsam für sein? But you look on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now. Maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right?
Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Please, God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life. I watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit! Goddamn, IED took my leg. I need a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? Das sind jetzt die Gedanken von den zwei Typen, oder? Die man da hört. Von den ganzen Typen, ja. Bin aber auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wenn die so innerlich denken, warum sind sie denn äußerlich so arschig? Naja, weil die Nanomaschinen. Also in Metal Gear wird alles mit Nanomaschinen erklärt. Jede Superkraft, alles immer Nanomaschinen. Und die Nanomaschinen schalten mehr oder weniger ab, dass diese Gedanken, die sie formulieren, sie irgendwie beeinflussen. Also die denken das und nach außen hin geben sie sich aber halt natürlich total hart, weil damit ihre Kampfeffizienz gesteigert wird. Ich rufe mal schnell meine Kollegen an, was ich machen kann. Ah, warum geht das nicht? Strange. Ich dachte, hier könnte man telefonieren. Du kannst ja nicht mit einem Kampf telefonieren. Doch, das geht. Das ging so. Ich muss mal lange genug weglaufen. Töten kannst du sie jetzt nicht, oder wie? Kann ich schon. Da bleibt doch nichts anderes übrig. Es ist halt immer heftiger, was da so an Einblendungen kommt. Ja. All it did is fight. Get off! Choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No. It's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn, just as any intellect operates, man or machine. Altering the course of mankind is not among my divine directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him. I have always found him
dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. State appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Weil solange wir jetzt eben also diese Nanomaschinen-Manipulation aushalten müssen, ist halt kämpfen, können wir halt total enthusiastisch den hier machen. Na, geil. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich fand die Szene, als ich das erste Mal gesehen habe, total cool. Mhm. Jetzt, wenn ich sie nochmal sehe, sind ein paar so von den Aussagen, die dann die Roboter sagen, etwas too much. Das ist dann zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt, als dass es noch irgendwie glaubt ist. Deswegen, er muss seine Mama holen und ja, die Familie und so, aber ich finde es wirklich mal eine interessante Entscheidung, sowas in so ein Spiel einzubauen. Mhm. So, kann ich jetzt telefonieren? Jetzt kann ich telefonieren, genau. Raiden, come in. What is wrong? You knew those cyborgs signed up for this. What's the problem with it now? Don't you get it, Boris? I thought you of all people might understand. I thought you knew what it means to take a life, the weight of it. Not an easy thing to put into words. What about when the Soviets invaded Afghanistan? You killed dozens of guerrillas. Duh, because Comrade Brezhnev told me to. Men don't like killing their own kin. Even animals are the same way. But when you really believe in someone or something, sometimes it is the only way. Your cause is just, Raiden. You must remember. I'm trying, but... Christ! You're right. We've got to free those brains. Yes. Stay strong, Raiden. Das ist halt schon irgendwo affig, aber... Raiden? You okay? Yeah. They knew what they signed up for. Maybe life backed them into a corner, but they knew the risks. Exactly. A contractor's always balancing those risks against the money he's making. Those cops are no different. That, and they're actively helping Sundowner and Armstrong with all their shit. Having a bit of regret doesn't make killing kids okay. Yeah, they had to know they were working for the bad guys. Even if they didn't, it doesn't absolve them of all their crimes. Yeah, I know, Kev, but... Raiden? I don't have time to think about this right now. I need to get back to the mission. Roger that. Raiden, are you okay? Sam sure plays dirty. No, he's right. The cyborgs who signed on with Desperado and World Marshal, most of them had no other choice. No one put a gun to their heads, but they were screwed to begin with. Their contracts worked completely against them. Still... I knew all that, but hearing those voices... It hit me. Hard. I guess I was just kidding myself the whole time. Still, there's nothing you could have done for them. But those children... I'll get them back. Raiden, I just wish I could do more from here. It's all right, Courtney. Sometimes just having someone to talk to is good enough. I'm happy to help. I should probably save your data. Bei mir hat das genau den gegenteiligen Effekt, all was right, die da sagen. I'll talk to you later. So die Rechtfertigung. Ja, noch mehr Schuldgefühle. Ja. Weil so das, was wir damit erreichen, halt auch nicht wirklich so das Wahre ist. Nee. Das Krasse ist halt schon, wie abstrakt es teilweise natürlich durch diese komische Cyborg-Welt ist, dass wir ja hier, wenn sie erzählen von, wir müssen die Kinder retten, reden sie ja von den Kindergehirnen, ja, die sie retten wollen, die sie dann in mechanische Körper reinstecken wollen. Ja. Wirft natürlich auch eine spannende Frage auf. Okay, ist das ein Kind ein Kind? Ja, und ist das jetzt dann mehr wert als das Leben vielleicht von jemand anders? Ja. Ja, es ist eben immer dieser Kontrast aus totalem Blödsinn und dann doch total tiefsinnig philosophischen Fragen. Machen nicht viele Spiele so. Nee. Also, das muss man ihnen lassen. Vor allem, was ich ganz cool finde, ist, dadurch, dass du dieses ganze Codec-Gequatsche ist ja optional. Das heißt, wenn du halt nur Bock hast, rumzuhacken, dann spielst du es halt einfach durch und du rufst halt nie jemanden an. Ja. Aber wer halt Lust hat, sich da mehr mit zu befassen, der kann halt dann da die ganzen Gespräche führen.
Und ja, wie du sagst, jetzt schauen wir über Stunden. Ja. So, eine ganz schöne Vertonung. Also kann ich schon verstehen, dass es da keine deutsche Synchro für gibt. Da setzen die Leute ja ewig ran. Ja. Wie wir an dieser Wache vorbeikommen in unserem geschwächten Zustand, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.